Antenne 1 TV. Was will man mehr? Ein bezauberndes Ambiente am Kristallschiff Swarovski und 13 bezaubernde Mädels. Wir waren für euch bei der Wahl zur Miss Silvesterlauf. Viel Spaß! Vita va bene, si tu la parla mi è americano, quando si fa la mola sotto la luna, come da bene in cave di I love you, papà l'americano. Thomas, du bist in der Jury heute bei der Wahl zur Miss Silvesterlauf und worauf achtest denn du? Ja, grundsätzlich ist es so, dass ich mittlerweile schon einen sehr strengen Blick habe. Aufgrund der Tatsache natürlich, dass ich für die Auswahl der Liga-Girls auf oliga.at verantwortlich bin. Das heißt, die Lotten liegt trotzdem relativ hoch und ich schaue auf einige Dinge, die mir wichtig sind. Ich meine, ganz klar Figur und Gesicht spielen natürlich eine riesengroße Rolle. Dann klarerweise auch die Ausstrahlung. Und es ist einfach wichtig, dass man erkennt, dass sich das Mädel wohlfühlt in ihrer Haut und dass sie Spaß hat und sie muss sehr präsentieren können. Das ist ganz wichtig. Und da am Laufsteg ist natürlich der Gang auch eminent wichtig. Also als Moderatorin geht natürlich alles um den ersten Durchgang. Das ist das Interview. Wer im Interview besteht, hat meine Stimme indirekt. Also wenn ich jetzt mitvoten könnte oder mitstimmen könnte, wenn eine gute Goschen hat auf gut Oberösterreichisch, hat sie für mich gewonnen, ganz klar. Ja, das ist eine gute Frage. Ausstrahlung muss sie haben, das ist das Wichtigste. Wenn ich daran zurückdenke an die Anna Hammel, die war vom ersten bis zum letzten Durchgang, glaube ich, hat die Höchstnoten gehabt. Also die, was sagen Sie zur heutigen Auswahl? Ja, das ist eine gute Auswahl. Ich bin neugierig, wer gewinnen wird. Es wird sehr spannend werden noch. Everybody, whoa.
diesjährigen Wahl zum Miss Silvesterlauf 2010 ist... Alex, zuerst den Orbit Smile Award gewonnen, jetzt Miss Silvesterlauf. What's next? Ja, das weiß ich jetzt noch nicht. Was hast du denn jetzt für Ziele? Ja, mal schauen, was sich so ergibt mit People to People, mit der Modelagentur und so. Was sagst du dazu, dass du gewonnen hast? Ja, unglaublich. Echt super. Hast du es schon realisiert? Nein, es dauert immer ein bisschen, bis es kommt irgendwie. Was sagst du zu deiner Nachfolgerin? Also ich habe sie auch auf Platz 1 gewählt. Also so gesehen bin ich komplett zufrieden. Ja. Ich bin wirklich zufrieden. Wie schwer war es, die Krone zu übergeben? Abzugeben? Also ich bin eigentlich nicht schwer. Ich habe jetzt echt ein tolles Jahr hinter mir und habe viel erlebt. Und es passt einfach. Und sie hat es total verdient.